Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Splatoon 2, der Sendung, wo Rikus und Barry Tipps geben, wie man irgendwie durchs Leben kommt als Jugendlicher. Ich habe gar keine Tipps gegeben. Doch. Ich habe nur gesagt, die sollen sich alle besaufen. Ja. Wir bleiben dabei, das ist unsere Aussage, da stehen wir dazu, mit unserem Namen. Also um eure Eltern richtig fertig zu machen, müsst ihr einfach immer nur so tun, wie Rikus das schon schön gesagt hat, als wenn ihr in so einer Phase seid. Ja. Habe ich gar nicht gesagt. Doch. Ich habe überhaupt nichts gesagt, lass mir das Spiel. Wir legen dem Rikus irgendwelche Worte in den Mund. Ich mach bei euch bei euren Intrigen nicht mit, ihr fiesen. Ich bin auf der Seite der Eltern. Lernt mehr, so. Spielt weniger. In 3 Monaten ziehe ich den Saufplan durch. Stimmt, da bist du 16. Oh, scheiße. Super, hey, den Rikus habe ich platt gemacht. Geil. Ja, ich bin ja aber ausgewichen wie so ein Ninja. Ja, bist du auch. Aber ich habe dich doch trotzdem genutzt. Ja, da kam ja auch noch einer dazu, das waren 2 gegen 1. Ja, das war der Barry. Warst du hier gar nicht? Hab ich irgendwie getötet, ich hab das gar nicht wahrgenommen. Nee, du warst bis da, das hat schon viel aus. Du warst nur anwesend, aber das passt. Allein meine Anwesenheit hat. Scheiße. Barry erledigt. Du bist wie so ein Held mit einer Aura gewesen. Du hast einfach. Du warst anwesend, hast nicht viel gemacht. Aura der Hingabe. Ja, genau. Du hast einfach Verteidigung gegeben, so. Die Aura des Mitleids. Wer weiß, was Aura der Hingabe ist, schreibt's in Chat, weiß wahrscheinlich niemand. Ich weiß, was die Aura des Mitleids ist. Ja. Was geht denn hier ab? Minus 20% Geschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit beim Gegner oder so. Kackhaufen gegen Pfefferminz, ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Welche Farben? Die Farben hier. Kackhaufen gegen Pfefferminz. Kackhaufen lila? Okay. Was könnte man dann stattdessen. Also, okay, ein bisschen bräunlich, man kann verstehen, warum es so bräunlich ist. Das ist Sankria. Stimmt. Eklige Farbe. Aber Gold ist alles, hier ist alles cool. Grün, das ist komplett krank. Du bist krank. Du bist krank. Putz dir mal die Zähne. Hallo? Verteil dir extra Zahnpasta für dich. Nur für dich, Rikus. Nein, aber eure Eltern wollen natürlich nur das Beste für euch, deswegen. Ja. Manchmal hassen sie euch, ihr hasst sie manchmal, aber. Ihr hasst sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich mögt ihr euch beide gegenseitig. Ja. Was? Rikus ist auf der dunklen Seite der Eltern. Stürzt ihn! Er ist ein Cis-Lord. Ein Cis-Lord, genau. Da war ein Pilot. Hey, boah, scheiß Camper, ey. Das seid ihr einfach zu zweit gekommen, ey. Da hatte ich Angst. Ach. Okay, Rot kommt zurück. Gut, kommt zurück. Problem, also diese Map, keine Chance. Die Map-Farben funktionieren hier gar nicht, wenn man sich das angucken will. Ja. Das eine sieht so eher weiß aus. Ja, total dumm. Wie kann man denn eigentlich so eine Scheiße zusammen programmieren? Das war ohne Mist. Das ist die Farbe YouTube, da falsch dargestellt. Was laden sie denn auf ihrem Kanal hoch? Ihn jetzt? Also, so Videos mit Gameplay im Background, wo wir Jugendlichen. Also, schnell, das ist schnell weg. Ich lese gleich weiter. Oh Gott. Education ist das, ja. Das ist Education, ja. So Videos mit Gameplay im Background, wo wir Jugendlichen erzählen, wie sie sich am besten besaufen. YouTube, okay, sie dürfen monetarisieren. Das ist selbstverständlich. Ja, das stimmt. Geil. Wir sind nicht niveauloser als RTL. Gut, das ist auch schwierig. Ja, aber. Wow. Das ist auch schwierig, ja, muss man sagen. Das ist nicht unsere Kragenweide. So, solange wir nicht anfangen mit Idiots Tag und Nacht oder. Ey, wie kann ich denn der beste Spieler sein? Ich bin nur gekillt worden. Ja, du hast halt mehr eingefärbt. Was ist denn mit meinem Team los? Ohne Scheiß. Du machst halt tatsächlich das Ziel, du färbst ein, weißt du? Die anderen. Also, wir wollen schon stumpf sein und vielleicht auch populistisch, aber dann eher so wie Bild und nicht wie RTL. Also mehr nee, so Populismus ja und. Nee, also mit Bild. Oder so auf seriös Tönen wie NTV. Dann wenigstens. Aber eigentlich auch scheiße sein. Dann wenigstens die Computerbild, wenn schon in die Richtung. Oh, das ist aber harter Torbuck. Oh, das. Das ist. Da müssen wir Sachen schreiben, News, die 3 Tage alt sind und die nicht mehr stimmen. Ja. Falsch mit euch. Was? Ja. Falsch mit euch. Warum? Das ist alles scheiße. Ja. Das ist auch scheiße. Dann will ich nichts zu tun haben, haltet mich da raus. Ich bin immer noch auf der Seite der Eltern. Okay. Rikus beeinflusst sein Team zu sehr, er ist ihr Vorbild. Du tust dann die Brigitte lesen, oder wie sie heißt. Die Zeitschrift für Frauen. Neuen Splatoon und habe kaum Spielstunden. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht dein Hauptaccount ist, Mister. Nee, Projektiva ist tatsächlich neu. Wirklich? Niemals? Ja, doch, ganz sicher. Ach komm, der hat teilweise übelst gute Plays gemacht. Ja, die ist halt ein Talent. Ach wenn komm. Nicht. Nee, das ist die Dame, mit der wir mal Overwatch gespielt haben. Ja, richtig. Ah, okay. So die, gut, nach 2 Spielstunden oder so. Ja, manche Leute sind halt besser als du. Ja, das ist ja kein Problem, aber man sieht es ja schon an der Bewegung so ein bisschen, oder? Nee, aber das
die bewegt sich halt intuitiv. Die hat halt sehr viel Call of Duty Black Ops gespielt. Black Ops 2. Das war ihr Punkt. Ja, gut, das ist natürlich Erfahrung in der Branche, ne? Das ist natürlich was wert. Jetzt sind wir richtig kackbraun. Oh, ist das ekelhaft. Nee, das ist Gold. Echt? Achso, das war der Schatten hier nur, deswegen. Ja, ja. Ich will auch mal Gold Licht sein, damit ich sagen kann, ich liebe Gold. Gold. Kann man Dödel vergolden? Würfel Glühsteigel und Pfannkuchen. Kennt auch irgendwie. Der Film ist so geil. Kennt auch irgendwie jeder, hey. Ja? Oh, die silberne Macht. Verdammt. Lasst mich in Ruhe, ich will niemanden töten. Zellos, wisst ihr aber, wie viel GSP, Gesamt, keine Ahnung was, man in Elite Smash liegt? 6.500.000 oder 600.000, irgendwie sowas um den Dreh. Was ist denn GSP? Gute Spielerpunkte oder wie versteht ihr das? Ist, Global Smash Points. Genau. Ich finde gute Spielerpunkte besser als das. Was war jetzt gute Spielerpunkte? Wie viele gute Spielerpunkte man braucht, um in Smash Bros. Elite zu sein? Ja, 6,5 Millionen ungefähr. Ja, ungefähr. Wie viel kriegt man pro Sieg? 3. Nee, hängt davon ab, wie hoch du bist. Je höher du kommst, desto weniger. Am Anfang kriegst du teilweise 500.000. Später kriegst du dann so 10.000. Wahrscheinlich müsste ich nur einen Kampf machen, weil ich so wenig Punkte habe. Also ich... Nee, das hängt... Das ist ja eh... Nee, je näher du an die Elite-Grenze kommst, desto weniger Punkte bekommst du. Aber, wenn du den Charakter noch nie online gespielt hast, bekommst du eine ganze Weile lang, solange du nicht verlierst, immer viele Punkte. Das heißt, du kannst mit 4, 5 Matches im Elite sein. Theoretisch. Ja. Also, Barry, das streng ich an. Bist jetzt inzwischen besser als Rico, das haben wir ja schon festgestellt. Naja. Naja. Viel Smash mit euch. Mit euch macht mir auch Spaß, aber privat habe ich da keinerlei Ambitionen, das zu spielen. Ich habe es übrigens heute schon gesagt, als ich ein bisschen gestreamt habe. Wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, dass ich bei Nita im Elite habe, was nicht mehr so weit weg ist. Dann kommst du zurück. Nee, dann kommt da noch ein Charakter. Es fehlt ja dann noch der Pokémon-Trainer. Den würde ich dann live im Stream. Okay, finde ich gut. Da müssten aber alle dabei sein eigentlich. Aber verliert man dieses Elite-Ding dann auch irgendwann wieder, oder? Nur wenn man kämpft und Kämpfe verliert. Also du kannst ihn im Elite bringen und dann einfach nicht mehr spielen, dann ist er immer in Elite. Genau. Immer, ja. Also wenn du nur einen im Elite hast, rutscht er irgendwann raus. Aber wenn du eine gewisse Anzahl an Charakteren drin hast, dann bleiben die irgendwann drin. Boah. Ich will Rob zurück, schreibt Yoshi. Ich weiß nicht, worauf er das bezieht. Das ist eine Referenz Stream oder sowas. Kann ich dir erzählen. Ich habe damals Rob gespielt, habe alle platt gemacht. Haben die Leute gesagt, da kannst du mal was anderes spielen. Da habe ich gedacht, ja, okay, ich gehe auf Donkey Kong, habe alle noch mehr platt gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will Rob zurück. Ja, okay. Das ist eine kleine Referenz. Wir kommen übrigens gerade nicht mehr aus unserer Base raus, weil einer die ganze Base hier verteidigt. Newbie. Newbie ist verdammt gut. Ich komme an diesen Bällen ja nicht mal vorbei, die der schießt. Ja. Hey Risa, hi, ich grüß dich. Bei uns geht's ganz gut, wir zocken ein bisschen Splatoon. Und wie geht's dir? Genau. Der einzige Grund, warum ich hier noch mitspiele, sind die Farben, die wir gerade haben. Wir haben Gold und Silber, das ist so schön. Der Merisa, mein FC, steht unten links im Bild. Achso, hat jetzt auch geschrieben. Übrigens, mir fällt's gerade nochmal ein. Damals Pokémon Gold und Silber, die waren auf. Die hatten auch so Glitter drauf. Die ja, Kassetten. Stimmt. Das sah mega aus, das sah mega geil aus. Ja. Was nee, ist das Restock, schreibt Yoshi gerade noch, in 20 Sekunden. Hab ich? Ja, weiß ich nicht mehr. Mit Donkey Kong? Ja, es kann sein, ich bin manchmal böse mit Donkey Kong, ich mach böse Sachen. Ja. Ich nehme mich auch ein bisschen. Das ist spannend, könnte. Ja, ist wobei, knapp. Müsste Silber gewonnen haben. Ja. Aber knapp, 3%, wow. Aber Rikus ist wahrscheinlich trotzdem der Beste von uns, weil er einfach die Aufgabe erfüllt. Nee, tatsächlich. Aber besser als du. Ja, du warst der Erste, der es abbekam mit. Nicht schlecht. Mit Donkey Kong. Ja, das war's so. Ja. So, jetzt haben wir noch einen dazu bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wer ich hier an der Stelle mal kurz mal pausieren lasse. Ich. Ich will gerade gucken, ob ich eine Freundin-Frage bekommen habe von. Nein! Oh, scheiße, wir sind doch zu Dings. Ah, scheiße. Ah, kann man das abbrechen? Ich drück einfach nicht auf OK. Ja, aber da müssen wir warten. Da muss ich ja schneiden. Und ich mag nicht schneiden. Zichlon. Willst du lieber, dass ich mit dem Bild spiele? Sehr gut. Ja, okay, dann warten wir halt. Dann kann Rico so einfach stehen bleiben in der Base, wenn er eh nicht will. Okay. Du musst dich nur ab und zu bewegen, damit du keinen Disconnect bekommst. Okay. Stimmt. Der Rekurs tut mal ab und zu am Joystick mal ein bisschen bewegen, so von wegen. Wir haben Discord, Merisa. Wir können dir den Code gleich hier mal gerne nach dem Spiel in Chat posten, wenn du möchtest. Dann kannst du da auch gerne joinen. Dann kannst du das auch gerne hochladen. Ja. Wenn du möchtest. Ich will dich nicht zwingen, auf unser Discord zu kommen, aber du kannst gerne, wenn du möchtest. Doch, wir zwingen dich. Nee, Quatsch. So, Rekurs, du machst jetzt hier den Aufpasser, oder? Ja. Abgesendet, okay. Okay. Kann doch auch rumlaufen, oder? Ich guck mir das an und ich schieß nicht, okay? Nee, du guckst nur. Ich guck nur, ich greife niemanden an, ich komme in Frieden. Okay. Ihr dürft mich töten, wenn ihr wollt, aber nicht so hart. Aha. Kennst mich, Merisa? Okay. Bekannte Barry. Gut.
Auch so unfassbar bekannt. Aber nicht so hart tot. Ich bin von irgendeiner Schwarmrakete getroffen worden. Ach, da ist Yoshi, kennst du, okay. Hui. Ah! Boah, ich hab den Virus getötet. Ich dachte schon, bin ich jetzt schon bekannt? Das wäre ja schrecklich. Ich hab mich auf eine Mauer gelegt im Platsch rum. Das, wenn ihr das seht, ey. Hilft mir. Nee, das vielen lieben Dank. Für den Follower bist du auch ein Gentle Idiot. Vielen lieben Dank. Genieß die Show. Der Agent ist gut. Der Discord checken wir dann nach der Runde mal. Der Rico ist der trottelt da in der Mitte so ein bisschen rum. Ich finde das süß. Das ist super. Hey, Rico. Komm, ich mach mal hier Farbe, damit du laufen kannst. Ich will aber eigentlich irgendwo drauf, wo nichts ist. Ach so, okay. Ich will aber auf dem Trockenen rumklatschen, weißt du? So. Ah, okay, du willst. Hilfe! Ich bin ein kleiner Tintenfisch. Hilf mir! Mir ist so kalt! Ich werde einen Kalmar fangen bei Animal Crossing und ich nenne ihn Rikus. Sehr gut. Yep! Oh nein! Oh fuck! Ihr seid so gut! Naja, wenn ich mir die Map angucke, Barry, wo bist muss du? Ich das ein bisschen relativieren. Bist du ein Freakle, Barry? Hä? Willst du ein bisschen Freakle kaufen? Ja. Der Affenzocker. Weiß nicht, wo bist denn du? Aber ich bin tot. Der Affenzocker hat eine Frage direkt an dich, Rikus. Was findest du von einem Splatoon 3? Ja. Wir würden dich zwingen, dass du es dir kaufst. Also überleg, kauf's mir nicht. Sagst. Das wird niemals passieren. Okay. Ich finde das so schlecht. Barry? Ey, der Wuhan killt mich immer. Ich gehe extra zu Barry hin, um mich von ihm killen zu lassen. Ja, der Virus, der macht halt keine Gefangenen, ne? Ganz klar. Der macht da keinen Unterschied, ob alt oder reich oder arm oder. Barry, wo bist denn du? Ich finde dich nicht. Wenn ich sage, wo ich hinlaufe, laufen da wahrscheinlich alle bösen Menschen hin. Ja, wir haben Zeit verzögert. Alles gut, mach ruhig. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte gewesen, wurde das von wieder von Wuhan gekillt. Was ist denn mit dir? Ja, der Virus, Alter, der mag dich halt nicht. Ja. Also ich werde mir Splatoon 3 nicht kaufen, auf keinen Fall. Ich bin vom ersten enttäuscht gewesen, ich bin vom zweiten noch mehr enttäuscht, obwohl der erste war okay, aber nicht geil. Der zweite war richtig, richtig schrecklich. Finde ich nicht schön, den Teil. Wieso, der zweite ist doch so gut wie der erste, nur ein bisschen verbessert. Ich finde alleine schon diese dummen Wartezeiten, kann mich hier aufregen. Ja, das ist richtig. Stell dir mal bei Smash vor, als hätten wir Smash 4 Verhältnisse. Smash Wii Verhältnisse. Oh Gott. Brawl. Da war's wow, ja, hier ist alles grün. Da war es ja noch schlimmer. Hm. 61,9, nicht schlecht. Hm. So, das könnte jetzt noch die letzte Runde werden, aber gerade noch so. Ich muss gerade erstmal den Discord-Link posten für Merisa und vielleicht auch für andere neue Zuschauer, die sich kannst du da gerne machen. Anschließen möchten. Und ich guck, wie viele wir sind. Ah, okay. Ja, dann lass mich raus. Ich hab keinen Bock mehr. Okay. Machst du ein Päuschen? Ja, nee, es nervt mich einfach gerade das Spiel. Ich möchte auch nicht die Laune verderben von anderen. Alles klar. Wir wollen, dass du vollkommen ausrastest. Nee, dafür bin ich gerade zu genervt. Bist du genervt, um auszurasten? Oh ja. Das sind verschiedene Gefühle. Verdammt. Leute einladen, Link kopieren. So, das ist der. Jetzt muss ich als eigener Besitzer dieses Dünen-Kanals meine Chat-Regeln bestätigen, bevor ich verschreiben kann. Ja, musst du. Ja, was denn? Das geht, die Regeln gelten für alle. Was soll denn das jetzt? Ich dachte als erstes, dass du ein Japaner bist, weil du so schnell redest. Was? Und weil diese Kanalpunkte mich als erstes an eine japanische Flagge erinnert hatten. Aber ja, ich komme nicht aus Japan. Nee, der Barry kommt aus Japan. Ihr habt's erwischt. Ihr habt ihn erwischt. Gib's doch mal zu, wenn die schon erraten. Was soll denn das? Eben. Du bist halt so verloren, Barry. Weißt du, dann behauptet er auch noch, dass er in Bielefeld lebt, weißt du, von wegen so, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, völliger Quatsch. Was redest du für ein Mist, ey? Ja, das ist halt so. Verdammter Lügner. Alter, ey. Aber ihr wart doch selber in Bielefeld, und seid ihr Teil der Verschwörung. Nö, ich war in Bielefeld. Ich bin geschwebt in der Luft, ich weiß gar nicht, wo ihr wart. Wir sind rumgeflogen. Woo! Rikus, drückst du AA? Achso, sorry, ich muss auch drücken, ich denke, ich bin raus. Ja, du bist nur Zuschauer. Du kannst uns über die Schulter gucken. Mhm. Kann gut Sachen einfärben. Geheimnis einer Frau. Haare färben und während sie nass sind, Haare um Wind wedeln und alles einfärben. Funktioniert immer. Ja, ist richtig, ja. Ist eigentlich gar nicht mal so. Das ist echt ein Lifehack an der Stelle, was sie hier schreibt. Welche Farbe hast du denn gemacht beim Färben deiner Haare? Pink hoffentlich.
Nein. Boah, ist das geil, ich kann von oben zuschauen. Ja, da kannst du oben zugucken. Ist ja voll geil, ich will nie wieder mitspielen. du warst jetzt das Splatoon-Kommentator. Und da ist Newbie in der Mitte, kämpft gegen Smurry und den Namen kann ich übrigens lesen. Malfukun? Das heißt? Wir reden das mal weiter, das ist mega wichtig. Und Wuhan nimmt dann einen mit drei auf. Zellos, Barry, Agent und Newbie kommt von hinten, wird Wuhan von der Seite nehmen. Was macht Wuhan? Er weicht aus, der Kämpfkind da ist tot. Oh, das ist leider. Oh, das ist ein schwerer Verlust. Oh. In der Zeit haben die anderen drei Leute die ganze Zeit eingefärbt. Oh, es ist ein wirklich wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Was war das? Meine Augen sind zu schlecht. Eva? Wer ist das Name? Ich kann den Namen nicht erkennen. Efu Toka, okay, sorry. Okay. Und Newbie kämpft in der Mitte mit Zellos und Agent. Jetzt kommt Smoothie Waifu von der Seite, Eva von hinten und sie werden einen Kessel angekreist. Zellos ist ein Bedrängnis. Ich kann mir den total vorstellen. Es ist eigentlich auch bei Smash-Kommentatoren so. Die waren einigermaßen gut in Smash und bringen es irgendwann nicht mehr und dann machen sie Kommentator stattdessen. Ja. Ist mit Fußball genauso. Und Barry und Zellos haben wieder die Mitte. Ja. Das Team Weiß kümmert sich ein bisschen von außen, macht die Einklammerungstaktik. Zellos ist eingekesselt von Walmu. Walfu. Könnt ihr mal euren Namen ordentlich schreiben? Wie soll ich das vorlesen, wenn ich die Namen nicht lesen kann? Ich finde diese weiße Farbe etwas bedenklich. Warum? Das ist Milch. Was ist das? Ja, das ist Milch. Okay, das ist Milch. Hallo? Team Sperma gegen Team Stumpf-Sperma. Halt, ne? Das sind Japaner und dann weiße Farbe, also. Und Newbie hat's zerlegt und da ist. Und Zellos ist ganz am Rand, ganz alleine. Ah! Er versucht die von sich auf linke Flanke einzuwerben, doch Smoothie hat den auch gerade aufgepasst. Er hat ihn mit einer Welle von klebriger, sämiger Masse überzogen. Und Newbie kommt dazu und rächt den guten Zellos. Dabei soll man sich noch konzentrieren. Ah, sehr schön. Mui und Newbie in einem richtigen One-on-One, da mischt sich Zellos und Agent ein, 3 gegen 1, Mui ist tot. In der Zeit hat Barry auch noch, Barry hat Wuhan erledigt, ich kann es nicht fassen. Was ist dir passiert? Und Newbie und Zellos töten Evo. Waifu-Kun hat irgendwie nicht viel Platz mit einfärben, der hat einen ganz kleinen Pinsel dabei. In der Zeit ist die Mitte komplett blau. Die Mitte ist blau. Jungs, hier, Team, sämige weiße Masse. ihr müsst jetzt was machen, dass los, die Mitte muss eingefärbt werden. Mui ist tot. Newbie nimmt's mit Evo auf. Evo ist tot. Newbie macht die Mitte ganz alleine. Wuhan gibt den Zellos. Zellos ist tot. Oh. Newbie wurde in der Mitte. Kopf an Kopf rennen. Es ist alles eng. Ich bin so bekloppt. Ich komm, ey, und Wuhan hat's. Wuhan ist. Und da war ein Double Kill. Da hat Smoothie einen Double-Kill geholt und er legt sich mit Zellos an. Zellos ist aber tot. Triple-Kill! Mach doch die Quarter! Kill Agent! Du solltest Moderator von Splatoon werden. Total. Oh, das ist ein enges Ding. Newbie holt noch mal in der Mitte einen weg. Waifu Kun versucht die Farbe auszugleichen. Newbie ist tot. Wuhan ist tot. Das Spiel ist vorbei! Wer hat gewonnen? Die weiße Semikamasse hat gewonnen! Schlecht. Naja, nee, das war wie ein Kommentator. Typisch. Bei E-Sport-Veranstaltungen. Es ist halt mega schwer, wenn ein paar Leute so komische Namen haben, die ich nicht aussprechen kann. aber wenn ich mich zurückerinnere, wo ich bei euch war, Regus, da war es ja auch so mit dem Zweit-Kommentator. Ja, die sind auch total eskaliert immer. Oh mein Gott, hast du gesehen? Oh! Aber ich fand es super. Aber ich glaube, Smash könnte ich auch gut kommentieren. Ich denke auch, ja. Wenn wir das mit dem Turnier mal machen, was ich mal vorgeschlagen habe letztens, wenn wir das tatsächlich mal machen, dann können wir das tatsächlich moderieren. Jeder, der nicht kämpft. wenn du nicht kämpfst oder ich nicht kämpfst. Das ist eine nette Idee, vor allen Dingen der Barry. Der kann es perfekt dann wiedergeben, was alles passiert, ja. Und der Spieler sagt der Xbox Kleines. Und er fliegt in die Luft. Nee, bei Barry stelle ich es mir eher so vor. Und da kommt der kleine Inkling und haut die Mann dann auf den Kopf. Ja, und der Doggy kommt vielleicht runter. Und das moderiere ich wie die Moderatoren von dieser Zoo-Sendung. Genau. Ja. So von wegen so, ja, da seht ihr ein wildes, kleines Pichu. Ja, kommt langsam näher. So in der Natur ist das Pichu dafür bekannt, dass es mit Strom fährt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen. Flieger Tim ist der Wolfbefütterung der Raubtiere. Finde ich gut. Naja, das ist auf jeden Fall meine Idee wert. Auf jeden Fall, wir machen Schluss für die Folge. Sehen euch im nächsten Part Splatoon 2 wieder. Und mit Rikus als kompetenten Moderator. Vielleicht sollten wir uns das einfach angewöhnen, dass ich einfach nur kommentiere. Ich glaube auch, ja. Vielleicht kommentierst du in Zukunft. Oh Mann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.